Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, heute machen wir Fake versus Original Leute. Ich war im Kaufland und habe dort drei volle Tüten Sachen gekauft, Getränke, Süßigkeiten, alles mögliche Leute. Fake versus Original. Ich werde gleich 4, 5 oder 6 Kinder hochbitten Leute und sie werden dann die ganze Zeit eine Sache probieren. Können die Kids die Sachen voneinander unterscheiden? Wissen sie, was Fake ist, was Original ist? Ich bin gespannt Leute und ich würde sagen, viel Spaß, legen wir los. Leute, das Ganze hat mich sage und schreibe 30,60 € gekostet. So Kinder, wie geht's euch? Gut. So, wer glaubt, wer gewinnt? Ich! Also, von Produkten von... Also, jetzt die Challenge von Fake versus Original. Genau. Wir machen jetzt teuer gegen günstig. Mal gucken, wer von euch das erraten kann, wer die meisten Punkte hat. Wer gewinnt? Jeder glaubt, dass er gewinnt, Leute. Ich bin gespannt. Hier. Ist fertig gekauft? So, und jetzt probieren wir so ein. So, bist du fertig? Ja. Und was glaubst du, welches Original? Rechts oder links? Links. Zeig mal drauf. Also du sagst, die sind die Originalen? Ja. Das ist fake. Aber war lecker, ne? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja? Probier einmal. Lecker? Mhm. So, bist du fertig? Warte. Soll jetzt andere probieren? Nein, das ist wieder selbe. So, Ayas, welche sagst du? Welche ist richtig und welche falsch? Das. Das da? Das ist richtig. Ein Punkt für Ayas. Check. Schalt doch auf. Und Alina, was sagst du? Dida? Richtig. Diana, wie geht's? Gut. Gut. So, jetzt bist du. Probier. Nein, die hast du schon. Ja. Oi. Oi. Fertig gekauft? So, und auf welche zeigst du? Nicht aufmachen. So, Dida? Ja. Bist du dir sicher? Nein, nein. Dida? Bist du dir sicher? Sicher? Ja. Ganz, ganz sicher? Ja. Mach ab. Und die ist falsch. Leute, sie hat als erstes auf die gezeigt, dann habe ich die Arme verunsichert und dann hat sie das hier gesagt. Also, Diana, du hast die zuerst gesagt, dann hast du richtig einen Punkt für dich. So, Dilwan. Probier. Fertig? Ja, die. Die da? Ja. Sicher? Ja. Ja? Und richtig. Aber wusstest du das? Auf den Geschmack. Andere? Bitte auflachen. Bitte laut zu lachen. Habt ihr gehört? Du sagst die hier? Okay, mach ab. Und nein, das waren die da. Aber war lecker? Ja. So, Alina, jetzt versuchst du teures Wasser zu vergleichen mit günstiges Wasser. Welches Wasser war teuer und welches Wasser war günstig? So, Freunde, einmal das hier und einmal das hier. Und Alina, welches Wasser war teuer? Das zweite. Das zweite? Nein, das zweite war falsch. Fertig. So, hinlegen. Und welches Wasser war das teure? Das ist teuer. Falsch. Das ist unmöglich. So, Diana, du darfst probieren. Langsam. Ja. So. Und Diana, was sagst du? Den da. Den da? Und das war falsch. Nein, und was sagst du, welches war teuer? Dieses. Richtig. Ja! Ja! Du darfst probieren.
So, was sagst du? Das war teuer. Richtig. Ja, das ist der King. Und was sagst du? Das da? Ja. Sicher? Ja. Und das war richtig. Zwei Punkte habe ich. So, Freunde, zwei konnten es erraten und vier nicht. Was lernen wir daraus, Freunde? Wasser ist Wasser. Und wir kommen jetzt zum nächsten. Ich habe zwei Punkte schon. So, Freunde, jetzt probieren wir Cola. So, Ayas, du darfst probieren. Und Ayas, was glaubst du? Welche war die originale Cola? Die da? Und mach ab. Richtig! Drei Punkte! So, jetzt drehen wir das Ganze. Warte, ich muss noch drehen. So, du darfst probieren. Der ist richtig. Der ist richtig? Ja. Und das war verdammt, Milan. Schaffst du das? Weiß nicht. Gucken. Das war richtig. Das da war richtig? Und? Richtig! Ja! Zwei Punkte, ich habe drei Punkte. Darfst probieren. Das da. Das da? Mach ab. Richtig. Und was sagst du? Das war das Original. Mach ab. Und falsch. So, Alina, du bist dran. Du darfst probieren. So, Alina, was sagst du? Hoch. Das gucken und falsch. So, Freunde, da es mich auch selber interessiert, ob ich das erraten könnte, machen wir das Ganze auch. So. Das probieren. Das ist es. Richtig. Du darfst anfangen. Und Diana, was sagst du? Eda? Ja. Mach ab. Richtig. B2. Nein, das ist 1. Ein 2. Jetzt hast du 2. Ja, Monika. Dieter? Mhm. Richtig. Dieter? Ja. Richtig. So, Ayas, du darfst probieren. Und was sagst du? Dieter? Richtig. Ich habe 4 Punkte. Freunde, er hat bis jetzt alles richtig erraten. Lila? Mach ab. Falsch. Mann, ich hab nur einen Punkt. Du darfst probieren. Das sind die Originalen. Das da? Mach ab. Und es ist falsch. Kommst du mal dahin? Ja. So. Du darfst probieren. Und was sagst du? Die da? Ja. Mach ab. Falsch. Hab ich auch gehört. Du darfst probieren. Jetzt? Und jetzt, was sagst du? Die da? Mach ab. Ist falsch. Heck, voll komisch ist das!
umsetzen. Oh, wie schnell fängt er an? Was sagst du? Dida, mach ab. Na. Und falsch. Ja, echt nett. Ich hab meine Dame auch die genommen. Und du darfst probieren. Unfair. Hm? Welche sagst du, Milan? Dida. Sicher? Mhm. Ja? Mach ab. Richtig. Ja, das ist jetzt den Grund. Freunde, warum die meisten die hier gewählt haben, anstatt die hier, ist ganz einfach. Denke mal, Freunde, die sind halt einfach nur das hier gewohnt. Sie haben noch nie das Originale gegessen. Deswegen haben die es vertauscht. Aber ich muss sagen, mir schmecken die auch viel, viel besser als die hier. So Leute, wir sind fertig mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Im Endeffekt schmeckt alles gleich. Es ist einfach nur Geschmackssache. Die einen mögen halt das hier, die anderen mögen das hier. Die einen mögen die Cola, die anderen die andere Cola. Die anderen mögen dieses Wasser. I'm trying to put you to bed, to bed, to bed.